So, willkommen im nächsten Part. Ja, wir gehen jetzt mal hier lang. Oh ja, ich sehe schon, dass diese Höhle richtig hart und dreckig wird. Ja, richtig haarig. Meine Güte. Ah. Ja, fangen wir mal an. So, so, so. Und okay, doch, passt sogar. Ja! So, ich erzähle mal ein bisschen was. Ja, hier kommen wir nicht rüber. Erst später. Wir müssen, ich weiß nicht genau, zwei Prüfungen hier machen, um durch die Höhle zu kommen. Ja, wir treffen auf einen Behemoth. Dann, da holen wir gleich Kimari rein, denn Kimari kann von ihm was lernen. Und zwar Totalabwehr. Heißt auf Deutsch Protest und Shell, glaube ich. Und X-Feuer und die ganzen Sachen da als Schutz, ne? Versteht sich von alleine. Erstmal Haska. Dieses Behemoth kann ganz schön fies sein. Ja, zwar nicht von der HP her, aber von den Attacken. Ja, das haut dann schon wirklich rein. So. Wir müssen jetzt ins Wasser. Like we got a job to do, yeah? If anything should happen in the water, we're relying on you three. If it gets dangerous, pull out quick. Right. Be careful, okay? Okay, dann geht's los. Natürlich finden hier im Wasser auch Kämpfe statt, sonst wäre es ja langweilig. So, wo müssen wir lang? Wir müssen... Gute Frage. Geradeaus. Ja. Shit. Erstmal rum. Nesselstein, okay. Ich habe keine Ahnung, was Anstauen bringt für euch. So, erstmal Planschfisch holen. Dann nochmal. Dann sind die anderen Viecher dann. Boah, bist du stark. Übertreib. 900. Das ist schon wieder viel zu gut. Verdammt, wie viel haben die Dinger denn? Nö, weniger als 5907. Würde ich mal stark behaupten. So. Team Doktor, was ist das? Autokur. Das ist natürlich sehr schön. So, jetzt haben wir nicht, immer noch nicht alle Teammitglieder. Das wäre auch leicht unlogisch. Und hier sehen wir schon mal die erste Prüfung. Triff mit Wakas Ball den Schalter in der Mitte. Okay, wir müssen jetzt im richtigen Moment X drücken. Normalerweise jetzt. Jawohl, oder? Nein. Ach, in der Mitte ist auch noch was. Fuck. Okay. Dann jetzt. Ah, ein bisschen zu früh. Und jetzt. Jetzt habe ich es doch getroffen. Jetzt. Oh Mann. Okay, gleich. Jetzt. Jawohl.
So, jetzt hat sich ein Pfad geöffnet und wir können dann zur zweiten Prüfung voranschreiten. Jetzt müssen wir wieder zurück, ja, durchs Wasser mit Kämpfen. Und wieder die gleiche Scheiße. Euch brauchen wir nicht. Wir können gleich mal abhauen. Schwimmi, schwimmi, schwimmi. Ja, Tidus, jetzt müssen wir nicht mehr duschen gehen. Da freut er sich. Ja, Tidus, noch einmal duschen, dann ist Weihnachten. Ah, Mann. Immer diese gleichen Gegner. Fuck you. So, jetzt haben wir auch zum Glück wieder alle dabei. Ja gut, dann gehen wir wieder weiter. Aber davor wollen wir ja noch Aron rein. So, jetzt müssen wir wieder zu dem Speicherpunkt zurück. Und, boah, ein Teufelspudding. Ja, wir machen erstmal Haska. Hau mal drauf. Kein Schaden. Panzerbrecher. Voila. Jetzt machen wir wieder Schaden. Ja, nur zur Info. Wir hätten von dem auch Himmelswind lernen können. Und das Teil hat 12.800. Und warum hält sich das Teil immer? So, Teufelspudding gefangen. Das hast du davon. So, lala. Ich will zum Speicherpunkt. Oh. Scheiße. Oh, wow. Nur Roboter. Ja, yeah. Haut's ab, ihr Spastiker. Speichern. Genau hier. Und wir gehen direkt weiter nach oben. Und jetzt müssen wir nach rechts, glaube ich. Was, hier geht's nicht lang? Nein, ich glaube, hier geht's noch gar nicht lang. Wir müssen erstmal da lang. Schon wieder eine Mandragora. Leck mich. Hey, horn ab. Wie erwartet. Oh, Mann. Wollt ihr eigentlich immer die gleichen Gegner? So, jetzt müssen wir wieder ins Wasser. Dann können wir nur mit Riku, Walker und Tidus kämpfen. Ja. Und ab zu der nächsten Prüfung. Ich finde das ganze Geschwimme hier echt zum Kotzen. Zum Kotzen. Weil hier auch noch so eine hohe Gegnerrate ist, ey. Da kriege ich direkt einen Würgreiz, ne? Und mit der Planschfische. Echt geil. Wie wir haben die Dinger eigentlich? Egal. Komm mit drauf. So, das war's. Nicht mal. So, das war's jetzt aber.
Ach komm. Ey, ich schlag dieses Spiel zusammen, wirklich. Nachdem ich es durchgespielt habe, hau ich es zusammen. Aber nur wegen den hässlichen Monstern. Nur wegen denen. Ja, ist gut, ich hab's verstanden. Drücke die Knöpfe, die sich in den Löchern befinden. Suche dir zu jeweiliger Größe der Löcher passende Person. Ja, ich würde sagen, wir gehen damit ins Grüne. Mit Tiros ins Blaue. Und mit Walker ins Rote, würde ich sagen. So. Jetzt müsste hier eine Kiste sein. Genau hier. Ach verdammt, das haben wir bei der... das haben wir bei der ersten Prüfung nämlich auch vergessen. Da wäre dann ein Level 1 Ferropass. Aber ist ja nicht so schlimm. Dafür holen wir jetzt uns diese Kiste. Bin gespannt, was drin ist. Aufmachen. Ein Glücksferroid. Die Dinger gibt's nicht oft. So, jetzt schwimmen wir wieder zurück. Ja, ein Hinterhalt. Komm. Zum Glück hat das fette Viech nicht getroffen, ey. Es hat wahrscheinlich wieder mächtig Damage gemacht dann. So, wir fangen uns das Viech. Wrecking Spike. Messerstein. Okay, wir versuchen das Teil zu fangen. Oha. Wie viel hat denn das Viech? Oha. Autsch. Ach nein, verpiss dich. Walker, ja. So. Hauen wir wieder ab. Ich brauche nur das Viech. Euch brauche ich nicht. Dazu sage ich mal nichts. Und hierzu sage ich nur, ich will nicht kämpfen. Ja. Ab. Tiros, gehen die Haie. Ja. Los, beeil dich. So, ja, wir könnten jetzt hier hochlaufen. Hier lang. Und uns, also und die Höhle hinter uns lassen. Das tun wir aber nicht, denn wir haben die zwei Prüfungen absolviert und können nun, oha, was geht denn jetzt ab? Alter. Ja, und holen uns drei Schätze. Was ist denn jetzt los? Oh mein Gott. Warum habe ich immer diese Hinterhalte? Und komischerweise immer auf Tiros. Der hat denen nichts getan. Nichts. Na gut, dann mache ich hier Schluss für den Part und wir sehen uns beim nächsten.